Als erstes am Wort dazu ist Werner Neubauer von der FPÖ. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr geehrte Damen und Herren. Mein besonderer Gruß gilt heute vorerst natürlich den vielen Zusehern aus Südtirol, herzlich im österreichischen Parlament. Wir haben, um auch das in Südtirol zu dokumentieren, seit 2013 wieder einen Südtirol-Unterausschuss. Dieser Südtirol-Unterausschuss soll die Anliegen Südtirols wahrnehmen. Er hat nur leider in circa 2,5 Jahren nur 2-mal getagt. Das ist eigentlich für ein Land, das sich als Schutzrolle Südtirols ausgibt, eigentlich eine politische Blamage, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn man diese Interessen in 2,5 Jahren bei 2 Tagessitzungen nur wahrnimmt. Und auch Landeshauptmann Kompatscher hat mir in einem Vier-Augen-Gespräch gesagt, dass er sich schon wünschen würde, die Interessen Südtirols öfter und intensiver hier im Parlament zu vertreten. Meine Damen und Herren, aber was heute tatsächlich auf der Tagesordnung steht als Antrag der Bundesregierung, das ist etwas, was einem tatsächlich sauer aufstoßen muss. Werden doch hier in einer ganz merkwürdigen Interpretation einer Rechtsauslegung, die es bis dato nicht gab, die Interessen Südtirols massiv in Zukunft nicht nur gefährdet, sondern auch eingeschränkt. Und das durch jenes Land, das eigentlich die Schutzrolle über Südtirol haben und ausüben sollte. Die Grundprinzipien des Selbstbestimmungsrechts werden nämlich durch die Bundesregierung, was wirklich weltweit einzigartig ist, dahingehend interpretiert, dass das Recht der Südtiroler auf Selbstbestimmung demnach durch die laufende, gehandhabte, autonome Landesverwaltung bereits verwirklicht sei. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nach dieser Auffassung ersetzen also in Zukunft Verwaltungsakte von Beamten jegliche Volksabstimmung über die eigene Zukunft, und das bei einem Land, das 1918 von Italien annektiert wurde, also gegen den Willen der Bevölkerung annektiert wurde. Das ist ein Skandal für eine Demokratie wie Österreich, so eine Rechtsauslegung überhaupt zuzulassen. Wir haben als Freiheitliche natürlich gegen diese Entwicklung massiv protestiert, weil wir der Ansicht sind, dass Selbstbestimmung nicht Autonomie gleichzusetzen ist. Wir haben diesbezüglich auch Rechtsgutachten eingefordert und Rechtsexperten aus dem Völkerrecht zum Beispiel befragt, wie sie zu dieser Auslegung der Bundesregierung stehen. Wir haben den jüngst verstorbenen Universitätsprofessor und ehemaligen Bundesminister in der ÖVP-Regierung, Dr. Hans Klesatzky, gefragt, wie er dazu steht. Er hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, das ist eine Rechtsansicht, das ist unfassbar. Wir haben den Herrn Universitätsprofessor Dr. Berntaler um eine Stellungnahme gebeten. Er hat zuerst geglaubt, das sei ein Scherz, hat aber dann sogar ein Rechtsgutachten darüber erstellt und kam zum Schluss, dass also diese Rechtsansicht durch nichts und durch gar nichts zu vertreten sei. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Rechtsfolgen, die sich daraus ergeben, sind nämlich gravierend. Österreich hat 1977 die UNO-Menschenrechtspakte hier im Parlament beschlossen. Wenn also hier dieses Parlament diesen Beschluss getätigt hat und diese Bundesregierung heute diese Rechtsansicht des Selbstbestimmungsrechts und der Autonomie gleichsetzt und eine Neuinterpretation vornimmt, dann hat dieses Haus hier und sonst niemand eine Neuinterpretation zu beschließen. Ansonsten gilt das, was 1977 beschlossen wurde hier in diesem Haus. Diese Rechtsansicht vertreten nicht nur wir, sondern fast alle Völkerrechtsexperten in Österreich. Ein zweiter Punkt, der uns ganz wesentlich erscheint, ist, hier soll durch den heutigen Beschluss eine Weiterentwicklung der Autonomie in Südtirol
durch den Herrn Bundesminister, der hier in Marsch gesetzt werden soll, wobei ich weiß, dass er das gar nicht braucht, weil er ohnehin sehr viel in Südtirol sich aufhält und auch mit dem Herrn Landeshauptmann und anderen permanent im Kontakt steht. Aber hier soll jemand in Marsch gesetzt werden, um eine Weiterentwicklung der Autonomie zu bewirken, das er gar nicht kann. Ich habe deshalb den Vorsitzenden, Ausschussvorsitzenden Josef Czap von der SPÖ angefragt, wie es sich denn damit verhält mit diesem Antrag, der heute zur Beschlussfassung vorliegt. Und er hat mir zugeschrieben, dass die Entwicklung der Autonomie in Südtirol einzig und alleine dem Südtiroler Landesregierung, dem Landtag, dem Regionalrat und der Republik Italien zukommt. Also eine Weiterentwicklung, wie sie hier im Antrag gefordert wird und hier beschlossen werden soll, ist gar nicht möglich. Wir sind hier fußfrei erste Reihe und sonst nichts. Das heißt aber auch, wenn wir die Rolle als Schutzmacht neu definieren, was heißt das für diese Schutzmacht, die uns zuteil wurde durch den Pariser Vertrag und durch das Paket 1992? Was heißt das dann? Italien wird sagen, ja, wenn die Autonomie durch die Selbstbestimmung bereits erfüllt ist, wozu brauchen wir das dann noch? Wozu brauchen wir dann die Schutzmacht Österreich überhaupt noch? Und wissen Sie, wo das zuletzt zum Ausdruck gekommen ist? Genau diese Forderung Italiens, wozu wir das noch brauchen? Zur Erklärung der Kriegserklärung vor ungefähr einem Monat. Hier hat Italien gesagt, dieses Südtirol und die dort lebenden Menschen sind mittlerweile 100 Jahre Bestandteil der Republik Italien und die sollen sich jetzt verdammt noch einmal zu Italien bekennen. Sie sind Italiener und sind deshalb auch verpflichtet, die Kriegsfahne und die italienische Flagge in Italien und in Südtirol zu hissen. Das war der Startschuss für diese Position Italiens, die wir, wenn wir das heute beschließen, auch noch fördern. Und ich weiß ja ganz genau, was dieser Antrag heute bewirken soll. Dieser Antrag ist ja nur ein Scheingefecht. Ich habe eine Information aus dem Umfeld des Herrn Landeshauptmann Kompatschers, der mir gesagt hat, wie das tatsächlich abläuft damit. Sie wollen mit diesem Antrag nur in Südtirol verhindern, dass die tatsächliche aktuelle Frage, die dort unten derzeit herrscht, nämlich wird Österreich zustimmen, dass die Südtiroler die doppelte Staatsbürgerschaft, also die österreichische Staatsbürgerschaft, zusätzlich zur italienischen bekommen, durch diesen Antrag übertüncht werden soll. Wir sollen jetzt monatelang über diesen heutigen Antrag in Südtirol reden und schimpfen darauf, dass Österreich Südtirol gar nicht mehr will und alle damit verbundenen Konsequenzen. Ich kann Ihnen eines in Südtirol, aber auch hier in Österreich versichern. Die Freiheitliche Partei in Österreich wird das versuchen zu verhindern. Sie werden es nicht schaffen, diese Diskussion um die doppelte Staatsbürgerschaft einfach mit so einem Antrag vom Tisch zu wischen. Das soll Ihnen nicht gelingen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, besonders enttäuscht bin ich in diesem Zusammenhang auch von der SPÖ. Lieber Kollege Christ, du hast in der Südtiroler Tageszeitung ein Interview gegeben, da spricht Bände. Es steht im Wesentlichen drinnen, dass es nie mehr zu einem Referendum kommen soll, zur Selbstbestimmung. Das wiederum konterkariert den Beschluss des Südtiroler Landtages. Auch der heutige Beschluss würde diesen Beschluss des Südtiroler Landtages konterkarieren, der vor 2 Monaten gefällt wurde. Vor 2 Monaten hat der Südtiroler Landtag nämlich beschlossen, dass das Selbstbestimmungsrecht nach den UN-Menschenrechtspakten natürlich für Südtirol nach wie vor aufrecht ist und Gültigkeit hat. Und der Herr Landeshauptmann Kompatscher hat dem zugestimmt mit seiner Südtiroler Volkspartei. Wenn wir heute meinen, dass dieses Selbstbestimmungsrecht über die selbstverwirklichte Autonomie ohnehin schon obsolet sei, ja dann kann sowas nicht funktionieren. Und Kollege Christ, die SPÖ hat sich mit dieser Position meilenweit von den Positionen eines Bruno Kreisky entfernt. Weil Bruno Kreisky war es, der einen Staatssekretär Ludwig Steiner, der kürzlich verstorben ist, gemaßregelt hat, als er mit diesem Vorschlag dieser heute wieder aufgetauchten Interpretation zu ihm kam.
Er hat darüber sogar einen geheimen Aktenvermerk angelegt und hat sich darüber massiv geäußert, in welcher massiven Form hier die ÖVP über den Ludwig Steiner bei ihm interveniert hat, diese heutige gängige, wieder aufgetauchte Rechtsinterpretation überhaupt gegenüber zu wagen auszusprechen. Das heißt, die SPÖ ist hier nicht auf den Spuren Bruno Kreiskys, einem wahren Freund Südtiroler Interessen. Und welche Reaktionen das mittlerweile in Südtirol ausgelöst hat, darf ich Ihnen ganz kurz auch noch zitieren. Ich zitiere den Südtiroler Schützenbund. Sie sagen, wenn Autonomie Unabhängigkeit bedeutet oder viel mehr bedeuten würde, könnte man dem zustimmen. Tut es aber leider in der Diktion Hermann Gas nicht. Und im Sinne des Pariser Vertrages schon erst recht nicht. Die Freiheitlichen unter Pius Leitner sagen, durch den Beschluss der österreichischen Bundesregierung könnte man den Eindruck gewinnen, dass das Selbstbestimmungsrecht der Südtiroler bereits verwirklicht sei. Dies würde aber bedeuten, dass die Südtiroler einem Verbleib bei Italien zugestimmt haben, was natürlich nie der Fall war. Und die Südtiroler Freiheit mit Sven Knoll sagt, wenn das die Interpretation von Autonomie, Selbstbestimmungsrecht ist, dass kein Volk für Österreich mehr das Recht auf Selbstbestimmung im Sinne der UN-Menschenrechtspakte hat, sondern lediglich eine Autonomie, in welcher Form auch immer, dieses Recht ersetzt, dann wirft sich die Frage auf, ob es für Österreich ausreichen würde, wenn Russland der Krim eine Autonomie gewährt, um die sogenannte Annexion zu legitimieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich kann Sie nur ersuchen, in sich zu gehen, die Konsequenzen Ihres Abstimmungsverhaltens zu überdenken und zu erklären, die Signalwirkung, die Ihr Abstimmungsverhalten auch in Südtirol hat. Bedenken Sie, wir haben vertragsmäßig die Schutzrolle gegenüber diesen Menschen und deshalb ist diese Entscheidung nicht leichtfertig zu treffen. Ich ersuche Sie, Ihr Abstimmungsverhalten danach zu orientieren. Der Südtirol-Unterausschuss habe in den letzten 2,5 Jahren zu selten getagt, kritisiert Werner Neubauer von der FPÖ. Die Interessen der Südtiroler bezüglich Selbstbestimmung müssten ausgebaut werden, meint er. Hermann Garf